Und diesmal nicht das Tor vergessen zuzumachen. Das ist gut. Wir wollen die Basis schließlich heute sicher machen. Und Sicherheit sollte damit anfangen, dass man Türen schließt. Was machen wir hiermit? Also ich denke mal, also den Bereich nutzen wir fast gar nicht. Wir könnten uns überlegen, irgendwas zu machen, aber ich weiß nicht, ob wir alles da rausrupfen können oder nicht. Ich denke mal, die Tür hier schließen wäre auch eine Idee. Und später die Fenster alle verbarrikadieren. Ich hatte ja auch überlegt, hier solche Zwischen... Also dass wir keine komplett Palisade außenrum machen, weil das ist viel zu viel Fläche, die dann abgedeckt werden müsste. Sondern halt zwischen den Gebäuden. Das Problem dann sind halt die Fenster, ne? Hier auf der Rückseite sind hoffentlich keine Fenster, das geht. Ja, das Gebäude ist problematisch. Und hier wäre eine Tür. Also müssten wir von dieser Ecke hier... Warte, hier sind auch keine Fenster? Ich dachte, ich hätte gerade hier Fenster gesehen. Ah ne, das ist eine Schiefertafel oder sowas. Sorry, ich bin alt. Das ist ein Whiteboard. Moderne Sachen, die man abwischen kann, ohne Schwämme und so. Gibt es noch Schwämme in Schulen? So. Oh Gott. Existenzielle Krise, weil man ein Whiteboard gesehen hat. Okay, ich werde alt. So, also von hier aus gehen wir nach darüber und hier runter. Sieht ein kleines bisschen komisch aus wie ein Knick, aber das ist dann halt so. Und dann... ja, hier kommen die Fenster gleich. Ich denke, dann können wir das hier so runterziehen. Bis zu der Ecke. Was auch ganz gut ist, so haben wir noch einen Grünstreifen drin, dann können wir die Felder hier irgendwie anders aufsplitten. Auf der Rückseite hier sind wieder keine Fenster, das ist sehr gut. Hier machen wir Verbindungen direkt dazwischen, das ist okay. Ja, das wird schon mal alles sehr viel Arbeit sein. Aber dass wir es so grob geplant haben. Das Gebäude auf der anderen Seite ist ein Problem. Ja. Also einmal die Tür hier führt direkt zu einer Treppe. Und es ist halt ganz praktisch, auch einen Hinterausgang zu haben, ne? Vielleicht so eine Art Schleuse. Extra hierfür. So eine kleine Schleuse dahin. Die sieht dann noch knubbeliger aus und komisch. Aber Security first, ha? Huh? Und hier hätten wir auch wieder Fenster. Also wir nutzen das Gebäude hier nicht. Wir können einfach alle Fenster dann auch zunageln, dass hier nicht so schnell reinkommt. Und es ist dann einfach primär dafür da. Das sollten wir hören, ne? Wenn wir hier hinten in unserem Haus sind und da schlägt jemand die Dinge ein, hören wir das? Na gut, wir haben eh mehrere Verteidigungsringe, wie jede ordentliche Verteidigungsanlage das haben sollte. Also wir haben unsere Hauptbasis, das Ding hier. Da sorgen wir dafür, dass das in sich geschlossen ist, dass alle Fenster verriegelt sind, wenn nur die beiden Türen hier nutzen. Hintertür gibt es hier ja nicht. Nein. Und den Weg aufs Dach hoch hat auch keine extra Anbindung hier. Nö. Das heißt, sobald wir die Sachen dicht haben, ist es okay-isch. Ist nicht perfekt, aber ist okay-isch. Und danach dann den ganzen Rahmen, den ich gezeigt habe. Und das Haus hier ist dann an sich für sich auch nochmal eine Sache. Aber es ist halt nicht so gut gesichert wie das Hauptding, weil wir es gar nicht nutzen. Okay. Also, womit fangen wir an? Wir müssen bald auf Klo. Wir sind überladen. Warum sind wir überladen? Wir 7 Würmer mit uns rumschleppen und ganz viele Karotten. Ja, die Karotten sollten wir auch verkochen irgendwie. Mit Fischen. Wir dürfen... Oh, warte, machen Wecker für... 16 Uhr? Damit wir so gegen 17 Uhr im Wasser sind? Set Alarm. Wir brauchen bald wieder 2 Uhren. Das ist jetzt unser Fischwecker. Haben wir 2 Uhren? Warum klicke ich mal da hinten hin? Ne, wir haben nur eine. Okay, beim nächsten Zombie... Oder haben wir immer noch eine Digital Watch? Ich glaube, wir haben die alle zerlegt. Ja, da ist nichts mehr drin. Nix, nix. Zu viele Sachen. Nee. Aber es sind noch Sachen, die wir zerlegen könnten. Egal. Also, dass wir einen Wecker haben für 10 Uhr, Wecker für 16 Uhr und daran dann alles ein bisschen orientieren. Wir haben es jetzt 8 Uhr abends, morgens?
Wir haben echt nicht lange geschlafen, ne? Mist. Na gut. Schnapp dir mal. Also erstmal die Würmer weg. Dip, dip. Karotten. Ich kann mal versuchen, die Karotten einzumachen. Do Light Fuel Dirty Rack. Ich würde ganz gerne vorher Zucker. Wir haben 4 Zucker. Das würde ich gerne in Sicherheit bringen. Salz gibt doch Salz da. Das ist echt wenig. Ich nehme das trotzdem mal mit. Also Salz und Zucker. Gut, wir haben nirgendwo anders Salz und Zucker, richtig? Doch, da sind noch 3 Zucker. So, das pappen wir jetzt irgendwo hier hinten in der Ecke. Dass die Ameisen gut reinkommen. Ich hoffe, das ist okay von der Reichweite und wird da nicht verbraucht. Da ist jetzt kochendes Wasser. Gut, und jetzt versuchen wir die Sache einzumachen. Können wir nicht. Haben wir die Gläser hier in der Nähe? Wir hatten dafür extra so Gläser mit Deckeln gefunden. Die Jar. Die 2. Und dann bräuchten wir jetzt noch die Deckel dafür. Machen wir uns auf die Suche. Ich weiß, es ist super Basissicherung gerade. Es gibt immer Sachen, die einen ablenken. Sind die irgendwo hier mit drin? Das wäre doof. Vielleicht eher beim Werkzeug. Leere Flaschen. Oh, die Nägel können wir schon mitnehmen. Joink. Screws brauchen wir, glaube ich, so nicht. Schale, 10 Stück. Nehmen wir noch die. Aber wir hatten noch mehr als 2 Jars. Wir sind ja auch wieder irgendwo untergegangen. Na gut, testen wir. Also, hi. Nee, das ist alles okay. Hier. Immer noch nichts. Okay, Craft Helper. Wir hätten gerne Jar of Carrots. Ui. Und ja, wir brauchen echt Zucker dafür. Das macht doch null Sinn. Can of Carrots. Can of Carrots. Brauche eine empty tin can und Wasser und Vinegar. Aber echt nicht viel. 45 Stück. Und den Can Sealer. Das klingt besser. Wir sollten die Dosen echt aufbewahren, hm? Can Sealer. Machst du das jetzt automatisch? Ja, make a can of carrots. All. Nice. Can of carrots, homemade. 3 Stück. Guck, wie lange die halten. Und die 5 schnippeln wir dann irgendwie zu den Fischen dazu. Dann müssen wir gucken, wie das funktioniert. Oh, voll. Auch voll. Wir haben zu viel Essen. Geht doch gar nicht. Da Würmer geben. Machen es du mit Würmern. Brauchen gut was im Magen für die ganze Arbeit heute. Schöner Wurmeintopf, ein bisschen Bier. Wird man das Wurmige nicht so schmeckt. Und dann
Kidneybohnen. Gut für die Verdauung. Und Rest Karotten? Wo versteckt ihr euch schon wieder? Ist das hier irgendwie sortiert? Carrot Fresh. 5 und 7. Die einen werden wahrscheinlich schon einen Ticken angeditschter sein als die anderen. Carrot. Sind bei 1000 Kalorien inzwischen, das geht. Kommt wahrscheinlich primär von den Bohnen. Ein bisschen Ketchup dazu, primär für den Zucker. Und Rest brauchen wir nicht. Ja, dich. Ruf da. Und können wir jetzt was wegsortieren? Nee. Denn ich hätte irgendwas wieder aufgebraucht. Kühlschrank ist auch voll. First World Problems, huh? So. Zucker und alles müsste eigentlich zurück. Ich würde das sehr ungern auf dem Boden lassen. Das ist. Wichtig ist das. Ich brauche einfach noch mehr Kisten, ne? Worauf? Auf den Herd? Nein. Kann man eine Kiste auf den Kühlschrank aufpappen? Ich glaube, wir haben oben noch eine Kiste. Sind die hier oben? Nein, die glitschen durch. Da ist was. Ist was drin? Nö. Dann nimm bitte die Kiste. Gut überladen, ist okay. Und ablegen. Nein. Ja, es ist so ein. Yeah. Also wir können es hier hin tun, aber es wirkt halt doof. Oh, wobei, nein, das ist perfekt. Das ist die Gemüseschnibbelfläche. Also da, wo man sein Brettchen hinlegt und dann die ganzen Zwiebeln schneidet und sowas in der Richtung. Das haben wir sonst nicht in der Küche. Also ja. Und nebenbei ist es halt auch noch, weil wir ja Bleach sind, eine Fläche, wo wir Essen reinschmeißen. Was? Hallo? Warum kann ich meine Karotten da nicht reinlegen? Darf man da keine Karotten reinlegen? Salz und so geht. Seid ihr transdimensionale Karotten, die eigentlich schon in der Can sind, oder man sieht noch den Schatten eurer selbst in diesem dreidimensionalen Raum? Vielleicht. Warum habe ich die Nägel jetzt mit reingetan? Ja, keine Ahnung. So, Essenskram ist hier nicht. Du kriegst die Samen noch da oben rein. Oh, das Essen. Essen ist okay. Eat all. Du hast Langeweile. Ja, es tut mir leid. Das ist so ein bisschen Housekeeping gerade, auch wenn wir gleich Security-Sachen machen. Das ist ja alles Basiszeug. Sehr schön. Du kriegst deinen Topf zurück. Um die Wasserauffüllung und so kann sie sich später kümmern. Put out fire. Gut. Katana. Okay. Es tut mir leid, es tut mir echt leid. Du kannst so lange mal auf dem Boden bleiben, genauso wie die Feueraxt. Remove. So, und jetzt brauchen wir für das ganze Rumgebastel auf jeden Fall einen Hammer. Wir brauchen. Ich glaube, die Roofing Axe ging dafür auch. Und dann noch. Ich weiß nicht genau, was die Roofing Axe, glaube ich, gerade ersetzt. Aber ja. Und eine Säge. Und jetzt einfach nur noch Plankennägel und gib ihm.
Du Saw Logs Hall. Lololololo. Du musst auf Toilette. Machen wir gleich. Such den Busch. Das Dual-Wielden von Hammer und Axt. Sehr gut. Immer noch kein Klopapier. Ich dachte echt, wir hätten noch was gefunden. 12 Uhr. Wir müssen dann denken, ne? Angeln gehen. Ist nicht mehr lange hin. Wo machen wir das zuerst? Oh, warte, ich weiß wo. Da, wo es am einfachsten ist. Damit wir den Fortschritt am ehesten sehen. Motivation ist sehr wichtig beim Aufräumen und Umbauen und so weiter. Also für mich zumindest. Das heißt, erst die Sachen machen, wo man sieht, aha, es wurde was getan. Oh, das ist nur ein Zeichen von einer gebrochenen Kindheit. Egal. Bau. Plank. Achso, ich habe die Planken nicht mitgenommen. Planken, 18 Stück. Ja, bist kurzfristig überladen, was wir brauchen, wir alles gleich, ist kein Problem. Carpentry Wall Wooden, Wooden Frame. So, das geht hier über, ne? Da kommt man nicht durch. Achso, man kann durch, ja, aber man kann nicht rüber. Das ist okay. Diese kleinen Bäume zwischendrin würde ich auch noch ganz gerne wegmachen. Auch diese Ansätze. Weil die können halt die Sicht versperren. Hier war es jetzt komplizierter, ne? Wegen der Ecke irgendwie? Ne, die Ecke ist okay. Da können wir einmal rübergehen. Dafür müssten wir euch... 13,50 ist okay. Drehen. Ach, die sind nicht mal auf derselben Höhe. Doch, okay, alles gut. Nee. Da. Du bist auch hoffentlich alles schön Carpentry-Skill gehen, ne? Wir haben keine Planken mehr. Nö, okay. Apropos Carpentry Skill Gain. Wir sind am Rumcarpentern. Wir haben Multiplayer von 5. Wir haben also gleich unseren Level Up. Das heißt, wir müssten dann eigentlich das nächste Carpentry Buch auch noch lesen. Das müssen sie doch eigentlich ganz gut beim Fischen gleich multitasken. Nee. Wenn ich an Fischen denke, denke ich an Langeweile, ein Bierchen und Wasser. Und warten. Und da könnte man dann gut nebenbei ein Buch lesen. Aber wir machen Speerfischen. Beim Speerfischen nebenbei ein Buch zu lesen, stelle ich mir schwieriger vor, wenn man es aktiv wirklich tun will. Weil man muss ja gucken, ob da irgendwann Fische vorbeikommen. Und da muss man aktiv den Speer werfen. Und da ist ein Buch nicht so gut. Carpentry... Volume 3 ist das dann. 5 bis 6, ja. Dich schon mal in die Hand. Huge... Hier sind keine AKA 0 Logs über. Die bitte all zu Logs, zu Planken machen. Hier war auch mal was drin, ne? Ja. Wir brauchen ein richtiges Holzlager später für den Winter. Planken alle mit. Wir brauchen auch nochmal exponentiell mehr Planken für das ganze Ausfüllen von den Frames, die wir gerade aufgestellt haben. So, warte. Erstmal die Frames senden. Sorry, Kartoffeln. Carpentry Wall Wooden Frame. Dahin. Hey. Ja, jetzt müssen wir schon anfangen zu lesen. Carpentry Read. Das dauert, ne? 16 Uhr weg oder 17 Uhr? 16 Uhr. So. Ausmachen. Haben wir irgendwo ein Speer rumliegen? Sturdy Stick. Daraus können wir keinen Speer machen. Das sind kaputte Sachen. Oh, wir müssen aufräumen. Wir müssen alles Mögliche hier noch machen.
Das ist so ein perfekter Vorgarten von irgendeinem, keine Ahnung. Ja, von jemandem, der sich irgendwo aufs Land zurückgezogen hat. Irgendwo in den Rocky Mountains. Und der dann halt selbstständig versucht, nachher noch irgendwelche Fahrzeuge auszuschlachten und selber neue zu bauen und was auch immer. So, du bist ein... Nee, das da. Pickup Object. Oh, wir können auch aus den Planken was machen. Plank. Create Spear. One. Hätten vielleicht vorher ein bisschen was an Ressourcen. Ja, ist okay. Umlagern sollen, dass wir gleich Platz haben für die Fische. 7 Pakete Zucker. Falls kein Fisch in der Nähe ist, streuseln wir da ein bisschen was rein. Vielleicht lockt das ja. Ich hoffe, 17 Uhr war die richtige Zeit. Aber es wird langsam ein bisschen dunkel. Gerade jetzt, wo es Richtung Winter geht. Speer. Equip. Und gib ihm. Der Balken hier sieht gut aus. 71 starten wir. Ich glaube, es war nicht 17 Uhr, sondern 18 Uhr. Ja, instant. 33 cm, das ist nur Oschi. Naja. 89 cm. Oh. Okay, das reicht. Da hat gerade ein Kleinkind großen Fisch rausgezogen. An einem Speer. Der musste noch erwürgt werden, als der lang gekommen ist. So groß war der Fisch. Da hilft kein Stein mehr. Hammer. Okay. Fischen ist super praktisch. Wie viel Kalorien hat der Riesenfisch? 3500 Kalorien. Nice. Ja, du bist müde, stinkig und hungrig und überhaupt. Machen wir gleich. Die ganzen Bäume müssen weg. Der direkte Weg von der Basis zum Wasser muss frei sein, dass da nicht später irgendwelche Zombies lauern können. So. Home sweet home. Wir würden gerne alle Fische filetieren. All. Gut. Dich, Lightfire, Dirty Rack. Und jetzt die Filets, alle Rufter. Ja, die haben unterschiedlich viele Kalorien, ne? Und ja, ich könnte jetzt mit Bohnen all sowas anderem auch verkochen, aber ich denke, die esse ich einfach so. Das hat so gut geklappt mit dem Zunehmen. Alles andere klingt dann auch viel zu viel mehr Arbeit für viel zu wenig Gain. Auch wenn wir dadurch dann Kochen trainieren, ne? Haben wir Kochen Multiplayer gerade? Wir haben Kochen keinen Multiplayer, dann sollten wir es auch nicht effektiv versuchen zu trainieren. Wenn wir ein Buch später haben, dann sollten wir so viel kochen wie möglich. Jetzt einfach nur Kalorien, Kalorien, Kalorien. Wir sind auf einer Anti-Diät, verdammt nochmal. Alle fertig. Runter. Eat Crab Sticks. Manual Meat Grinder. Okay, stopp. Das Ding hat jetzt 1700 Kalorien. Crab Sticks. Aus einem Fisch. 1700. Die Dinger haben. Ja, das ist 1700 zusammen. Was ist der Vorteil? Einfach nur so für die Auswahl? Vielleicht zählt das auch als Kochen?
Wir haben 415,75. 415,75. 415,75. Ein bisschen rumsägen. 415,75. Und 416,5. Also ja, wir sollten alles zerlegen fürs GG. Auch wenn ich gerade gesagt habe, ja, aber das ist quasi kostenlos. All. Und es ist nicht viel Aufwand. Es ist nicht 30 verschiedene Sachen hier raussuchen und im Kontext mit hin und her klicken. Das ist einmal Craft All und gut ist. Die lasse ich brennen, einfach nur für Licht. So, jetzt muss ich nur noch alle runterwürgen. Das ist mir egal. Können wir die alle... Ne, wenn wir... Wenn ich jetzt hier Eat All mache, dann ist da einfach nur eins ganz, richtig, der Charakter? Ja. Irgendwie geht sich das da auch nicht ganz auf mit dem... Ja, das sind nur kleine Snacks. Okay, das ist der größte Nachteil, das ist doch mehr geklickere. Das ist gut für den Skill gehen, aber es ist noch mehr geklickere beim Essen, weil die Mahlzeiten halt kleiner sind. Wenn wir jetzt einen Fernseher vor uns hätten, dann wäre es genau das Richtige. Gucken wir irgendwelche Kochsendungen und nebenbei essen wir 50 kleine Crabsticks. Soll das Fischstäbchen sein? Nee, ne? Also ich weiß, im Englischen, also britisch-englisch, heißen die Fischfinger. Die Fischstäbchen. Aber ich weiß nicht, ob es halt irgendwo anders vielleicht Crabsticks heißen. Immer noch bei einer Essensdingens. Ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, uns hier so zu buffen? Nee, ist immer noch bei 71 und nur ein Pfeil hoch. Na gut, ich denke, sie isst jetzt in Ruhe im Dunkeln, Halbdunkeln ihre letzten 9 Crabsticks auf, geht dann schlafen und morgen setzen wir uns ran und machen die Verteidigung weiter. Bis dann.